So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Gag Center the Gecko Replay. Ja, wir waren stehen geblieben im Kung Fu Theater und wir werden sehen, was das Level so bringt. Navigate the Great Spinner. Okay. Sobald ich weiß, war dieses Level alles andere als einfach. Okay, it's Tail Time. Wollen wir mal schauen? Okay. Für uns gilt jetzt erstmal, die silbernen Fernbedienungen auch natürlich zu suchen. Oh. Dieses scheiß Insekt, komm her. Die scheiß Libelle oder was das darstellen soll. Gibt es hier drunter irgendwas? Nee? Schade. Vielleicht mal hier so am Rand. Dürfen wir natürlich nicht vergessen, mal nachzuschauen. Bevor ich auch in dieses Gebäude gehe, ein bisschen Nudeln einzusammeln. Natürlich kommen auch wieder unsere komischen Freunde, die Samurai-Leute. Okay, wie es aussieht, gibt es hier unten nichts, aber hier gibt es etwas. Oh, das glitzert sogar. Keine Ahnung. Hat es in den anderen Leveln auch irgendwie geglitzert, der Honig? Und wir haben das Tor geöffnet. Gut, haben wir Tor geöffnet. Jetzt, ja, da möchte ich aber noch nicht hin. Ich denke mir mal, im Haus gibt es noch ein paar Sachen. Ich meine sogar, vielleicht gab es da die silberne Fernbedienung. Das wäre ja exakt genial, oder? Aber ich habe so das Gefühl, dass dies nicht passieren wird, oder? Oh, Gex als Mönch oder als Buddha oder wie darf ich das jetzt verstehen? Kann man dich irgendwie verprügeln, dass du irgendeinen Mechanismus freilegst? Nee. Der Raum ist sowieso irgendwie ein bisschen komisch. Vor allem von der Perspektive. Ja. Oh. Schade, ich wollte mal hier in die Ecke gucken. Ja, okay. Ja, wir können leider nicht in die Ego-Perspektive wechseln. Um ein bisschen herum zu gucken, was hier so los ist. Ich bin mir sicher, hier mussten wir auch natürlich noch lang, ne? Wir wollen ja alle Fernbedienungen. Und hier gibt es auch noch einen Weg. Oh Mann. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Welcher Weg ist der richtige, welcher ist der falsche? Scheinbar, ich nehme mal an, das hier wird der erste Weg sein. Da wir bei dem anderen Weg erst einen Schalter finden mussten. Und wer kommt direkt auf die Idee, dass wir einen Schalter suchen, wenn wir doch die Brücke schon vorher entdeckt haben? Normalerweise müsste man das denken, aber naja, nicht unbedingt, ne? Oder? Wie seht ihr das? Ja. Da können wir scheinbar auch nicht drauf. Mies gelaufen, Gags. Können wir nicht drauf. Haben wir Pech gehabt. Alter, zwei Gegner. Oh, und wir haben schon 30 Stück. Das ging jetzt aber ruckzuck. Können wir das kaputt machen? Aha. Gibt's hier ein Secret, eine Abkürzung, können wir durch Wände laufen. Wir haben ja gemerkt, auch in dem Schlosslevel, also in der Thun-Welt, da wo das Schloss ist, nicht Schlosslevel, dass dort auch ein, ja, eine unsichtbare Wand ist, aber die konnte man nur von der einen Seite irgendwie betreten. Hier, ja, sollte man nicht ausschließen, ne? Sagen wir es mal so. Und da unten ist Lava, Leute. Feuer. In einem Japano-Level. Nicht schlecht. Was haben wir noch? Nix, okay. Genug abgesucht. Schnell rüber. Gex, 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 Gex. Oh. Kommt jetzt ein Gegner? Nee? Wäre doch episch gewesen, wenn er genau hier in der Mitte landen würde, wo dieser Yin und Yang-Kreis war. Sagen wir es mal so. Aha. Was ist das für ein Weg? Silberne Fernbedienung, ich rieche. Nein. Verdammt! Naja, Gott sei Dank fallen wir nicht runter, ne? Jetzt frage ich mich, wohin dieser Weg führt. Ich möchte ja die silberne Fernbedienung, aber ich habe keinen Schimmer, ob das jetzt der richtige oder der falsche Weg ist. Türe, möchtest du dich öffnen oder brauche ich dafür irgendeinen Schalter? Aha, da, okay.
Ich habe jetzt echt keinen Schimmer, Leute, wo ich langlaufe, ne? Ich laufe jetzt mal kreuz und quer. Weil uns die Möglichkeit gegeben wird, dass man da und dahin kann. Einerseits finde ich das sehr cool, ne? Man kann selbst entscheiden, aber vielleicht hätte sich Gex hier eine Scheibe von dem Klempner abschneiden sollen. Und ja, ihr wisst ja, wenn ihr dann quasi einen Stern auswählt für die Welt, dass ihr dann auch den Stern meistens nur bekommen könnt, weil dann je nachdem sich irgendwelche Wege öffnen oder was anders ist. Und hier gibt es einen Durchgang. Ha! Nichts bleibt uns verborgen. Ich werde dieses Spiel zu 100% abschließen. Und wenn es das Letzte ist, was ich Let's Playen werde, nein, Spaß. Also, ich habe jetzt schon momentan Probleme mit Tombi 2. Also, ich glaube, da kriege ich echt irgendwann einen Anfall. Oh. Nein, nein, oh, ich wusste es. Genau das wollte ich vermeiden. Weil bei Tombi 2, diese Zugfahrt, ich kriege die einfach nicht hin momentan, ne? Deswegen kann ich das auch nicht weiter Let's Playen. Oh. Und ich möchte das ja zu 100% für euch hinbekommen. Wobei ich auch denke, dass es vielleicht nicht 100% klappt, wegen einer Kleinigkeit. Aber das werde ich alles in Tombi 2 erklären. Und wir haben schon 40 davon. Korrekt. Wenn wir jetzt noch 50 davon hätten, dann wäre ich zufrieden und glücklich. Und ich denke mir mal, Gex auch und ihr seid es dann auch. Allgemein möchte ich auch wissen, was es bringt, wenn wir die ganzen silbernen Fernbedienungen gesammelt haben. Oh. Weil wir kriegen ja dann mehrere goldene Fernbedienungen durch die Bonus-Areale und ja, es ist interessant. Ja, ihr wisst ja, für Notfall töte ich mich oder töten wir uns oder Gex tötet sich. Ich möchte mich hier so ein bisschen umschauen. Das Ganze sieht, ja, ich weiß nicht. In der Mitte ist da irgendwie ein Zettel. Ich frag mich, was da drauf steht. Keine Ahnung. Komm, Gex, jetzt! Ich habe so ein Gefühl, es könnte doch der richtige Weg sein. Lasst mich raten. Wir dürfen den Weg zurückgehen und das Tor hat sich geöffnet. Nee? Das ist echt merkwürdig. Gegner? Geht bergab. Öffnet sich jetzt irgendwie das Tor? Ach so, okay. Jetzt geht das so runter. Ah, das klappt sich auf die andere Seite runter. Ah, okay. Nein! Die ganzen Masken sind jetzt runtergefallen. So. Hier müssen wir... Oh, tatsächlich! Wir sind den richtigen Weg gegangen. Nein! Ich möchte aber noch die Masken sammeln. Wartet mal, warum gibt es den Gong da? Das heißt, wir können zurückgehen. Ich glaube, das mache ich auch. Vielleicht ist da auch die silberne Fernbedienung, Leute. Komm, bitte, 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 bitte. Hä? Was soll das jetzt heißen? Ich blick da jetzt gerade nicht durch, aber die Fernbedienung holen wir uns nicht, sondern wir gehen eine Abkürzung. Ganz genau. Ha! So. Jetzt drückt mir die Daumen, dass ich nicht sterbe. Was haben wir... Da. Wie kommen wir da hin? Können wir von hier aus runterjumpen? Tut mir leid, Leute. Ich werde jetzt ein bisschen cheaten. Oder sagen wir mal, ein bisschen abkürzen. Und so kommen wir auch aufs Dach. Ich glaube, so ist das auch geplant gewesen. Und wir haben schon 41 Leben. Und da gibt es noch einen weiteren Gong. Hatten wir den schon aktiviert? Nee, ich glaube nicht. Was bedeutet diese Pfote? Mysteriös. Ne, wir hatten den, glaube ich, nicht aktiviert. Wir sind da entlang gekraxelt, oder? Jetzt habe ich echt keinen Überblick mehr. Was bedeutet diese Pfote hier? Ach so. Ah, okay. Man musste doch nicht diesen einen Weg gehen. Okay. Lassen wir das. Ey, Moment mal, hat sich die Tür da oben geöffnet? Nicht zu schnell sein, da waren die Stacheln, ne? Wir erinnern uns. Da. Warte, Gex. Auf geht's. Hat sich die Tür jetzt für uns geöffnet, ne? Yes. Korrekt. Sie hat sich geöffnet. Oder waren wir da eben schon? Oh, ja, wir waren hier schon. Verdammt. Dann war das nicht hier.
Aber wisst ihr was? Ich kürze wieder ab und laufe den Weg zurück. Wir gehen jetzt mal durch die andere Tür und da müssten wir dann genügend Masken gesammelt haben, damit das Ganze, ja, abgeschlossen ist. Nur ich frage mich dennoch, wo die silberne Fernbedienung schlummert. Ich denke mir mal, wir haben ja den einen Gong aktiviert. Wenn wir noch einen aktivieren, dann wird sich dieses Tor öffnen. Das sieht nämlich so danach aus. Und deswegen, den gibt es bestimmt hier am Ende dieses Pfads, da wo die andere Fernbedienung ist. Und das heißt, wir werden dann nochmal zurückgehen und dann werde ich, glaube ich, erst die Fernbedienung holen, weil die, glaube ich, etwas länger braucht. Und da wir sowieso schon alles aktiviert haben, warum nicht? Oh Gott, ich erinnere mich, das war damals auf der PS1 auch so in meinem alten Let's Play. Oh Leute, ich hasse diese Stelle. Man sieht da nicht genau. Also es ist... Oh. Vor allem hat man Angst, dass es auf einmal anfängt zu spacken oder so. Und wir dann runterfallen. Davor hat man am meisten Angst. Und kommt ein Gegner? Na toll. Hier hätte ja wenigstens einer kommen können. Dann hätte ich ihn schon mal pulverisieren können. Hier ist es sehr fies. Wir können nämlich auch da runterfallen, wenn wir zu blöde sind. Aber wir müssen auf die Plattform, die gegenüber ist. Ist, glaube ich, am besten. Und ja. Kamera, dankeschön. Ha, Mann. Oh, wir sind zu schnell. Das Ding ist zu langsam. Ey, geht das? Geht's noch? Aha. So, da oben sehen wir ja schon was Feines, ne? Habt ihr ja gerade auch gesehen. Und da vorne müssen wir rüberspringen. Aber ich merke gerade, wir müssen auf die andere Plattform. Ugh. Komm jetzt. Ugh, geschafft. Los. Ich wollte mich doch ducken. Duck dich. Oh. Da habe ich den Z-Trigger schon gedrückt und der duckt sich nicht. Alter. So eine kleine Brücke, wo man runterfallen kann. Und hier sind wir auch schon. Das, was wir eben gesehen haben. Wow. Was haben wir denn hier? Links. Gibt es da etwas? Vielleicht kann man da rüberspringen und da ganz hinten gibt es etwas. Und da ist die Fernbedienung. Aber das möchte ich jetzt, wenn ich ehrlich sein soll, nicht ausprobieren. LOL. Nein. Leute. Verdammt. Ah. Komm her, du Mistvieh. Okay. Machen wir das so, wir holen erst die anderen Fernbedienungen. Das regt mich jetzt auf. Es hätte so gut laufen können. Ich sag euch ja, dieses Level hat es in sich. Also hier gibt es wirklich ein paar Sprungpassagen, die sind nicht ganz ohne. So, ich gehe extra auch diesen Weg. Hier gab es nämlich ein bisschen mehr als woanders. Komm, stirb. Stirb. Sei des Todes. Ja, genau. Ramm uns. Ist okay. Habe ich nichts gegen. Ja, vielleicht haben wir schon Glück und hier ist der Rest drin. Ja. Korrekt. Und wir haben auch, glaube ich, unser Leben wieder. Nee? Dann bekommt man nur die Fernbedienung. Na gut. Dann ist das so. Aber ich glaube, ich gehe doch erstmal diesen einen Weg. Sollte es so sein, dann gehe ich nämlich nochmal extra zurück und dann gehe ich hier hin. Soll mir Latte sein. Aber wir haben ja jetzt die silberne Fernbedienung. Das ist ja schon mal Gold wert. Oder Silber. Ja. So. Wo war jetzt die Stelle, wo wir kraxeln konnten? Okay, hier war sie nicht. Gibt es hier unten irgendwas? Ich kann mich auch nicht daran erinnern, ob ich jetzt in dem alten Let's Play die silberne Fernbedienung hier gefunden habe. Aber wie gesagt, ich hatte da auch, glaube ich, nicht großartig nachgesucht. Also, ja. Es war ein bisschen irrelevant. Aber da oben habt ihr gesehen, man kann aufs Dach. Nur, ich frage mich, wie man aufs Dach kommt. Ich meine, später kommt so eine Art Seilpassage, wo man sich dranhängt. Ihr kennt das ja.
Das, dann denke ich mir einfach, dass man da drauf kommt. Ja. Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Komm, Gex. Auf ein neues. Gehen wir nochmal diesen Weg hier. Ja, hier gibt es leider nichts. Wobei es sah da unten gerade schon danach aus, oder? Boah. Gott sei Dank. Das muss man ja wenigstens dazu sagen, dass sie dem die Fähigkeit gegeben haben, mit der Zunge was zu machen. Aber die eine Passage, die war echt ekelerregend. Ich weiß gar nicht, wie oft ich da damals gestorben bin. Ich habe zum Glück das Ganze auf dem PS1 Emulator gezockt gehabt. Oh. Aber hier ist es ja jetzt kein Emulator, sondern das ist die Konsole. Da kannst du nicht einfach mal sagen, ja komm, ich starte nochmal von der einen Stelle. Nein, nein, nein. Das kommt nicht in Tüte. Oder in die Tüte. In Tüte. Hau rein, guten Flug. So. Ja. Die Passage geht ja noch, ne? Aber was danach kam, das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Oh, ich will da irgendwie drauf. Ja. Okay, das hätten wir schon mal. Ich habe so ein Gefühl. Nee, doch nicht. Schade. Hätte sein können. Ja, Leute. Geschafft. Oh, eliminiert. Wir haben eine Eisfliege, wie es aussieht. Ich werde mich hier ein bisschen umschauen. Aha, hier geht es weiter, aber auch hier. Nee? Ja gut, hat sich die Frage erledigt. Können wir vielleicht an den Säulen hochklettern? Das könnte ich ja mal ausprobieren. Wenn das funktionieren würde oder es da eine Stelle gäbe oder geben würde. Ich guck mal so langsam, aber vorsichtig so mal drumherum. Ihr müsst mir die Zeit lassen in diesem Part. Dieses Level kenne ich nicht so wirklich auswendig. Und es ist auch garantiert nicht einfach. So, da vorne ist schon ein Freak. Der sollte aber eigentlich nicht so die Probleme machen. Wir haben auch den Eismodus aktiviert. Komm, flieg runter. Los. Oh, das war gerade am Hängen, habt ihr das gemerkt? Ja, komm. Ich weiß ja jetzt, wir können dich auch so besiegen. Damals wusste ich das nicht. Ich dachte echt, man muss diesen Schwanzsprung machen oder wie auch immer. Wie lange hat man diese Eisfähigkeit? Also, dem Sound zu urteilen, würde ich sagen, die hat man noch sehr lange. Alter. Nein. Wartet mal, was ist da unten? Naja. Nur so eine Plattform. Mehr nicht. Na du, mein Lieblingsgegner. Moment mal. Jetzt nicht, dass da irgendwas war und ich hab's verbockt, nur weil der Kopf da ist. Los, geh weg. Geht doch. Na, ihr merkt schon, die Kamera ist jetzt gerade in einem beschissenen Zustand. So. Ja, genau. Macht es mir nicht schon schwer genug. Ich bin mir sicher, hier könnte vielleicht, weil das soll, glaube ich, die chinesische Mauer darstellen. Hier könnte die silberne Fernbedienung irgendwo sein. Ich sehe nichts. Da kriege ich Angst. Panik, Leute. Kamera. Verdammt. Nur noch zwei Pfoten. Kann ich die Kamera nicht irgendwie ein bisschen... Verdammt, ich möchte die Kamera irgendwie ein bisschen besser drehen. Wir sehen nämlich nichts. Ah, da unten war Lava. Okay, da können wir schon mal Gott sei Dank nicht runterfallen. Wartet mal. Es sieht nicht so aus, als wäre da die silberne Fernbedienung. Okay. Na gut, wie es aussieht, gibt es nur hier die Fernbedienung. Aber, ja, was heißt nur hier die Fernbedienung, ne? Ja, dadurch geht das Tor auf und durch den anderen Mechanismus geht die Brücke runter. Egal. Wir sind jetzt einmal hier gewesen. Kann ich mir die Fernbedienung gönnen? Und dann holen wir uns auch direkt die andere, oder? Schaut euch das Passwort an. Viel Spaß damit. Okay, das war die zweite Fernbedienung. Den Clip, soll ich den euch nochmal zeigen?
Nee, muss nicht unbedingt, ne? Aber ich möchte den mal sehen. Climb the Souring Temple. Aha. Ach ja, ich erinnere mich. Du Scheiße. Ja, it's Tale Time. Ey! Euer Ernst? Das bleibt aktiviert? Alter. Wie geil ist das denn? Oh. Ja gut. Das heißt, ich könnte das andere aktivieren, die Fernbedienung nehmen und rausgehen und das ist alles offen. Ey, das sagt mir aber auch keiner, ne? Naja. Jetzt sind wir eines Besseren belehrt worden. Jetzt wisst ihr auch Bescheid. Wie es aussieht, bleibt es wirklich offen. Wer hätte damit gerechnet? Ich dachte, es wird alles wieder auf zurückgesetzt, wenn man in das Level kommt oder erscheint. Kommt. So. Alter Schwede, komm schon. Ja, korrekt. Komm, wir holen uns nochmal das Leben, weil es so schön ist. Aber wo ist dann die silberne Fernbedienung? Sie kann ja wirklich dann nur noch in diesem Tower irgendwo sein, weil das scheint ein sehr großes Gebiet zu sein und wo auch eine Möglichkeit wäre, vielleicht die Fernbedienung sehr gut irgendwo zu verstecken. Ah, knapp. Und her mit der Fliege. Weg mit dir. Hasta la vista, Samurai. Ja, okay. Hat nicht so gepasst, aber was soll's? Oh. Ich bin aber ernsthaft am Überlegen, ob ich nicht wirklich mal Chameleon Twist 1 und 2 100% Let's Play. Oh. Okay. Ich wollte nur gucken, wegen dem Dach, das sah verdächtig aus. Ja. Dass ich das mal 100% Let's Playe. Da hätte ich Bock drauf. Ist natürlich auch alles andere als einfach. Wenn wir hier schon Probleme haben, haben wir da wahrscheinlich auch sehr gute Probleme. Und, ah, nein, oh, du bist doch... Ich treffe den nie, ne? Der hat wirklich einen... Oh, einen Treffpunkt, den trifft man so gut wie nie. Ey, ist da unten vielleicht etwas? Verdammt, kann ich jetzt nicht nachgucken. Ah, komm. Los, komm herunter, komm herab, komm zu Gex. Gex ist ein bisschen unsichtbar mit seiner Klamotte, ne? Also, es sieht lustig aus, wenn er über die Brücke läuft. Man sieht da nur den Kopf und den Schwanz und halt die Arme und, ach, eher gesagt, die Hände und Füße. Oder Tatzen, wie auch immer. Seine Gecko-Griffel. Ja, da unten ist ein Schild. Keine Ahnung, was da steht. Tatsächlich! Oh. Na toll. Ja gut. Hätten wir uns sparen können, ne? Das heißt, wir hätten sofort eigentlich diese Fernbedienung haben können. Naja. Lassen wir das mal so stehen. Hier habt ihr das Passwort. Viel Spaß damit. So. Holen wir uns die letzte Fernbedienung in diesem Level. Vielleicht sogar die silberne. Wir schauen uns den Clip nochmal an, oder? Ja, damit wir ungefähr noch wissen, wo es lang geht. Ja, it's Tale Time. So, ich bin so froh, dass wir diese anderen Wege nicht mehr gehen müssen. Aber ich glaube, die silberne Fernbedienung ist da, wo der Buddha von Gex ist. So scheint es mir. Was steht denn da? No Skateboarding. Ach so, man soll hier nicht skaten. Ja, klar. Genau. In diesem Level werden wir auch skaten. Alles klar. Hätte ich auch voll Bock drauf, wisst ihr? Was ist das denn? Ach so, ist das von der chinesischen Mauer irgendwie? Dieses Häuschen, wo die Wache drin ist oder so? Ich habe keine Ahnung. Also so viel Infos über das chinesische Mauer und so, Leute, habe ich keinen Schimmer von. Könnt ihr mir ja mal in die Kommis schreiben, wenn ihr davon Ahnung habt. Irgendwie? Nee, ist schon okay. Ich wollte nur mal ein bisschen gucken. Oh. Das ist
Das ist eine fiese Passage. Oh. Alter Schwede, ist das dein Ernst? Ja, nee, ist klar. Jetzt hätten wir nichts anderes zu tun. Aber es gibt eine bestimmte Möglichkeit und eine bestimmte Situation, die wir nutzen sollen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, soll ich da drauf oder muss ich hier drauf? Ah, das ist doch assi. Los. Fiebern, Leute, mitfiebern. Irgendwann kriege ich noch wegen dem Spiel hier einen Herzinfarkt. Tja, das war dann der letzte Part, ne? So. Ich habe so das Gefühl, hier können wir nicht drauf, aber ich will es irgendwie trotzdem probieren. Verdammt! Ich kann ja mal hochgucken. Nee, scheint nichts zu sein. Boah, ist das euer Ernst? Muss ich da drauf? Oder gibt es hier noch so eine andere Schaukel, die hier irgendwo aufploppt? Ja, scheinbar nur wegen den China-Nudeln nehmen wir so viel auf uns. Aber die sind ja auch geil, seid mal ehrlich. So, okay. Jetzt wollen wir mal sterben, oder? Das war knapp. Nein, nein. Ach ja, Leute. Ja, der Part wird wahrscheinlich wieder so um die knapp 30 Minuten, es sei denn. Wisst ihr was? Ich beende den Part an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Sonst werden die wieder zu lang und ja, das kann ich mir nicht so oft erlauben. Und für euch ist es, glaube ich, auch ein bisschen besser, wenn die was kürzer sind. Nun denn, lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Kommentiert, was das Zeug hält. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Jump'n'Run Time.